Hallo, herzlich willkommen zum Rundgang in unserem Heizungskeller. Ich zeige Ihnen hier ein Mini-Blockheizkraftwerk der Firma KW Energietechnik. Den DAX oder auch das EcoPower kennt ja mittlerweile fast jeder. Die Blockheizkraftwerke von KW Energietechnik hingegen sind echte Geheimtipps. Wir sind nur per Zufall auf die Firma gestoßen, weil sie hier hauptsächlich Pflanzenöl-Blockheizkraftwerke herstellen. Dies hier ist jedoch ein Gasgerät. Wir haben in Hamburg ein solches Gerät besichtigt und waren sehr überzeugt von dem Gerät, denn es ist besonders leise. Es kann modulieren, verfügt über eine wunderbare Steuerung und die Ersatzteile bzw. Wartungsartikel sind frei erhältlich, denn hier ist ein normaler Kubota Industriemotor verbaut. Das bedeutet, die Zündkerzen muss ich nicht für über 100 Euro aus einem grünen Spezialitätenladen kaufen, sondern kann mir bei jedem Landmaschinenhändler ganz normale Zündkerzen von NGK bestellen. Ich kann zum Ölhändler gehen und mir Gasmotorenöl, ganz normales, kaufen und dort einfüllen. Und KW Energietechnik erlaubt es sogar, dass die Betreiber selbst die Wartung durchführen und dies nicht zum Garantieverlust führt. Die Steuerung bei diesem Blockheizkraftwerk finde ich sehr, sehr pfiffig gelöst, denn hier ist eine richtige SPS eingebaut, welche auch einen wunderbaren Monitor hat. Ich kann das hier mal ein bisschen, ich hoffe, man sieht das auf dem Video einigermaßen. Es gibt einmal die Übersichtsseite, das Blockheizkraftwerk läuft jetzt mit 5 kW elektrisch. Es kann bis zu 7,5 kW leisten. Ich kann hier mal die Motordaten abrufen. Wer sich dafür interessiert, kann sich ja kurz auf Pause stellen, das Video. Dann habe ich noch weitere Informationen zur Drehzahl- und Leistungsregelung und Lambda-Regelung. Ich kann bestimmte Zeiten versperren, in denen das Blockheizkraftwerk laufen soll oder auch nicht laufen soll. Ich habe Zugang zum Service-Menü, kann mir alle Logbücher, Parameter und sonst was anschauen und verändern. Es gibt ein Alarmlogbuch, was glücklicherweise leer ist. Ich kann mir die Statusmeldung anschauen, wo ich wirklich einen sehr tiefen Einblick in die Maschine bekomme. Ich sehe hier, wann die Zündung aktiv geschaltet worden ist, welchen Zustand die Kraftstoffanlage hat, wann die Drehzahl erreicht wurde, auf die Sekunde genau. Oder aber auch, wenn sich Benutzer angemeldet haben, kann ich das im Nachhinein nachvollziehen. Dann gibt es noch eine Seite mit Zählern, wo man schauen kann, wie viel das Gerät bereits gelaufen ist und welche Leistungsdaten es erzielt hat. Ich kann jetzt hier die Sollleistung modulieren vorgeben. Ich kann aber auch über eine Rücklauframpe fahren, eine sogenannte. Das heißt, ich kann anhand der Rücklauftemperatur die Modulation steuern. Ich kann sie hier direkt vorgeben, ich kann sie per externes Signal in die Steuerung einspeisen. Ich habe sozusagen alle Möglichkeiten. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 7,5 eingebe und das bestätige und wieder in die Übersicht gehe, dann würde ich gleich sehen, dass der Zähler hochläuft und das Blockheizkraftwerk hochfährt. Jetzt wird es auch ein bisschen lauter im Hintergrund. Das muss man auch noch sagen, das Kraftwerk ist wirklich sehr, sehr leise. Ich weiß nicht, wie es jetzt im Video klingen wird, aber im Vergleich zum DAX ist es wirklich sehr leise. Der DAX wuppert ja wie so ein kleiner Lanz Bulldog vor sich hin. Dieser Dreizylindermotor hier hat wirklich einen sehr, sehr ruhigen Lauf. Ich stelle das jetzt mal schnell wieder zurück, damit wir uns das Gerät noch von innen anschauen können und uns dabei noch unterhalten können. Gehe ich mal auf 4 kW. Also ich kann es auf bis zu 3 kW runterregeln, das ist überhaupt kein Problem. Ob das nachher wirtschaftlich sinnvoll ist von den Wartungskosten, muss natürlich jeder selber wissen. Ja, von den Anschaffungskosten her ist das Gerät in etwa bei einem DAX. Das Modul selber ist teurer als der DAX. Allerdings sind die Heizungsbauer, die das Gerät verbauen, beziehungsweise die Anbieter von solchen Blockheizkraftwerken, relativ sparsam, was die üblichen Kosten angeht, sodass eine solche Anlage schon fast zum DAX-Fertigpreis gebaut werden kann. Aber da muss man natürlich selber verhandeln und selber schauen, was bei einem möglich ist. Durch die Modulation hat man natürlich auch wunderbar die Möglichkeit, das Gerät auf den eigenen Bedarf anzupassen, im Gegensatz zum DAX, der immer mit 5,5 kW vor sich hin wuppert. Ja, wenn ich den Schaltschrank aufmache, sehe ich hier oben im Bild die ENS, da oben sind Relais, Stromzähler ist mit eingebaut, also ein geeichter Hutschin-Zähler. Wir haben jetzt zusätzlich noch einen Zähler nach THB installiert, einfach um möglichen Ärger zu vermeiden. Hier unten sieht man noch die SPS, den Hauptschalter, der ist übrigens abschließbar. Da braucht man nicht, wie es beim DAX üblich ist, noch eine separate abschließbare Box irgendwo an die Wand hängen. Das ist hier schon alles mit eingebaut. Und das sind so kleine pfiffige Details, die uns davon überzeugt haben, dieses Gerät zu kaufen. Da ich hier wirklich selbst Herr der Maschine bin, ich kann sie selber warten, ich kann mir selbst die Teile besorgen. Ich brauche nicht irgendwo noch Kisten an die Wand zu setzen, es ist wirklich ein komplett fertiges Konzept, was wunderbar auch in das Haus integriert werden kann. Wir haben zusätzlich zur normalen Ausstattung vom Gerät uns für einen Brennwertwärmetauscher entschieden, den man hier hinten sieht. Da hinten im Hintergrund ist noch die Kondensatpumpe zu sehen. Der entzieht dem Abgas nochmal zusätzliche Wärme, damit möglichst viel Wärme benutzt wird. Dann haben wir hier noch einen zusätzlichen Abgasschalldämpfer einbauen lassen.
Der ist auch nicht serienmäßig, weil wir einen Außenschornstein haben, der an mehreren Stockwerken vorbeigeht, an den Schlafzimmern. Da ließ es sich nicht vermeiden, obwohl es wirklich einen sehr ruhigen Lauf hat, zusätzlich nochmal für eine Reduktion des Schallpegels zu sorgen. Ich mache die Box jetzt mal auf, dann hört man sie leise vor sich hin schnuppern. Ich muss die Kamera mal eben kurz abstellen, um die Seitenverkleidung abzubauen. Hier kann man jetzt wunderbar die Maschine sehen. Wir sehen hier den Ölkühler, den Motor im Gesamten. Hier hinten ist der Abgaswärmetauscher. Unten ist nochmal ein Abgasschalldämpfer und Elektroanschlussbox. Was hier auch nochmal wirklich auffällt, sind die Verarbeitungsdetails des Geräts. Also man hat hier wirklich die Lochfläche kantengenau abgeschnitten, also in Lochrichtung und nicht einfach kreuz und quer, sondern wirklich sehr genau gearbeitet. Ja, so viel zum Gerät an sich. Wenn noch Fragen sind, einfach im Video schreiben.